الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala und Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad, auf seine Familie sowie auf seinen Gefährten und all diejenigen, die seiner Sunna folgen bis zum jüngsten Tage. Die erste Falle, die Shaitan einem stellen wird, ist der Kufr, der Unglaube, dass man den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala verweigert und ablegt, nicht an seine Religion glaubt, an die Begegnung mit ihm, seine vollkommenen Eigenschaften und an das, worüber uns die Gesandten berichtet haben. Und wie oft haben wir gehört, dass der ein oder andere angefangen hat, Einflüsterung zu bekommen, so dass er begann, Zweifel zu bekommen über Allahs Existenz, seine Schöpfung, bis es so weit ging, dass er sich selbst gefragt hat, wer denn Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und dies durch die Unkenntnis über seinen Herrn Allah subhanahu wa ta'ala und seine vollkommenen Eigenschaften. Falls der Shaitan mit dieser Falle erfolgreich war, jemand in den Unglauben zu treiben und den Muslim vom Glauben abgebracht hat, wird er sehr zufrieden sein. Sein Feuer der Begeisterung für dich wird abkühlen und er wird sich ausruhen können. Wenn Iblis dies erlangt hat, dann macht er diese Person zu einem Teil seiner Armee, einer seiner Soldaten, und er setzt ihn ein gegen die anderen Menschen und dieser wird ein Aufrufer von Iblis werden. Falls du jedoch durch das Licht des Imans und die Reinheit der Rechtleitung dieses Hindernis überwindest, wird er, der Verfluchte, dir mit der nächsten Falle entgegentreten. Wenn er in der Verführung zum ersten Übel verzweifelt, dann versucht Iblis die zweite Art des Übels, nämlich die zweite Falle, und dies ist die Bid'a, die Erneuerung in der Religion. Iblis liebt die Bid'a mehr als die Verführung und den Ungehorsam, weil der Schaden der Bid'a sich im Kern der Religion befindet. Viele Muslime nehmen diese gewaltige Irreführung nicht ernst. Sie verharmlosen es und sagen, es ist doch nur eine Bid'a. Nein, keineswegs, meine lieben Geschwister. Denn demjenigen, der eine Bid'a begeht, wird mit dem Höllenfeuer gedroht. Jede Erneuerung ist Irreleitung und jede Irreleitung ist im Höllenfeuer. Und wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor diesem Übel. Die Bid'a ist ein Aufruf gegen die Botschaft der Gesandten, ein Gegensatz zu dem, was von den Gesandten überbracht wurde. Die Bid'a ist eine Tür zum Kufr und Schirk. Die Erneuerung in der Religion erreicht der Shaitan, indem er dich von einem Glauben und Taten überzeugt, die im Gegensatz zur Wahrheit stehen. Er wird dir Taten einflüstern, die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Gesandten und Propheten nicht so offenbart hat. Er wird dir ein falsches Verständnis geben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestimmte Taten verrichtete, ohne einen Beweis vorzubringen. Er wird dir Ansichten einflößen, die Allah subhanahu wa ta'ala so in seinem Buch nicht offenbart hat. Er versucht dich zu überzeugen, dass du deine Ibadah, deine Gottesdienste an jemand anderen richtest, außer Allah subhanahu wa ta'ala allein, wie zum Beispiel an Statuen, Gräber, Bilder und Ähnlichem, wo du dich dann an die erste Falle näherst, nämlich dem Abfall vom Islam durch den Unglauben. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, der Kern vom Kufr hat die sündige Neuerung geheiratet. So gebären sie zusammen das Verderben dieser und jenseitiger Welt. Die Bid'a ist ein Unheil und ein Hindernis für den Menschen, weil sie dem Glauben schadet und weil sie die Verneinung dessen ist, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam offenbart hat. Ein Mubtadi'a, derjenige, welcher die Erneuerung ausübt, bereut weder diese Sache, noch will er sie verlassen. Im Gegenteil, er ruft sogar andere dazu auf. Die Neuerung beinhaltet das Sprechen über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen. Sie vernichtet die Sunna und greift diejenigen an, die der Sunna folgen. Die Neuerung versucht, das Licht Allah subhanahu wa ta'ala zu löschen. Sie versucht, diejenigen gut darzustellen, von denen sich Allah der Erhabene abgewandt hat. Und sie wendet sich von denjenigen ab, welche bei Allah gut angesehen wird. Die Neuerungen nehmen das an, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam abgelehnt haben und lehnt das ab, was er angenommen hat. Die Mubtadi'a beschützen diejenigen, die gegen Allah subhanahu wa ta'ala kämpfen und greifen diejenigen an, welche er beschützt. In der Neuerung wird das erlaubt, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, und jenes verboten, was er subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Die Wahrheit wird verleugnet, die Lüge wird zur Wahrheit ausgerufen und bekämpft die Wahrheit. Dabei werden die Wahrheiten umgestürzt und die Herzen verblendet. Es wird nach den Schwächen des rechten Weges gesucht und es wird langsam versucht, den Glauben vollkommen zu ändern. Meine lieben Geschwister, alle Neuerungen beginnen mit den kleinen Dingen, um sich so allmählich auch in die größeren Dinge einzuschleichen.
Und dies geschieht so lange, bis sie diejenigen, die sie verrichten, völlig vom Glauben entfernen. Wenn Iblis daran scheitert und nicht in der Lage ist, die Diener auf dieser Stufe in diese Falle zu locken,